Willkommen an Bord. Hier spricht Ihr Kapitän und ich habe einige Informationen über unseren Flug heute. Es sollte ein regulärer Flug für einen British Midland Airways Airbus 312 von Zypern nach Großbritannien sein. Alles geschah am 26. Mai 2003. Das Letzte, was die 213 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder erwartet hätten, war ein Hagelsturm, der ihr Flugzeug angreift. Doch es passierte, als sie Manchester, England, näher kamen. Das Wetter wurde wirklich heftig, mit riesigem Hagel und Eisbrocken in der Luft. Passagiere, die sich entschieden hatten, sich nicht anzuschnallen, wurden von ihren Sitzen geschleudert. Das Flugzeug. Es sank plötzlich und begann zu vibrieren. An Bord brach Panik aus. Wie sich die Passagiere später erinnerten, waren alle für einige Sekunden aus ihren Sitzen gehoben und an die Decke geklebt. Der Pilot, der 20 Jahre Flugerfahrung hatte, war noch nie zuvor in einer ähnlichen Situation gewesen, hat aber alles getan, um das Flugzeug und die Passagiere zu retten. Sie landeten mit einer 30-minütigen Verspätung am Flughafen Manchester. Alle an Bord waren wirklich glücklich und dankten der Besatzung. Sie überlebten alle ohne nennenswerte Verletzungen. Die Flughafendienste inspizierten das Flugzeug nach der Landung. Es stellte sich heraus, dass der Hagel die Nase des Airbus und die Windschutzscheibe stark beschädigt hatte, aber alle internen Systeme waren einwandfrei. Jahre später, im Oktober 2022, ereignete sich eine ähnliche Geschichte beim Flug der LATAM Airlines Paraguay. Er beförderte 48 Passagiere von Santiago de Chile nach Asunción, als ein heftiges Hagelunwetter den Plan unterbrach. Die Passagiere teilten Videos aus der Kabine und es sah aus wie ein angsteinflößendes Filmset. Das Flugzeug schüttelte stark und draußen zuckten Blitze. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und das Flugzeug konnte in Brasilien erfolgreich notlanden. Genau wie in der Geschichte des britischen Airbus-Fluges hinterließ der heftige Hagel ein klaffendes Loch in der Flugzeugnase und zerstörte die Windschutzscheibe. Also, Hagel ist offensichtlich sehr gefährlich für Flugzeuge. Wenn er die Windschutzscheibe zerbricht, müssen die Piloten mit Regen und extrem starken Winden umgehen. Hagel verbeult die Vorderkanten der Flügel und des Schwanzes, was bedeutet, dass er den Auftrieb verringert und das Flugzeug unaerodynamisch macht. Deshalb muss es schneller als üblich fliegen, um in der Luft zu bleiben. In extremen Situationen kann Hagel sogar dazu führen, dass der Motor ausfällt oder die Flugzeugsysteme stark stört und die Flugsicherheit gefährdet. Ein anderes Naturphänomen, das Flugzeuge nicht gerade lieben, ist ein Gewitter. Start und Landung sind bereits die gefährlichsten Teile des Fluges, selbst unter normalen Bedingungen, und ein Gewitter erhöht das Risiko erheblich. Mikroburst, welche während eines Gewitters auftreten, können dazu führen, dass der Pilot die Kontrolle über das Flugzeug verliert. Wenn das Flugzeug im Flug von einem Sturm erfasst wird, ist die Situation nicht so schlimm. Moderne Flugzeuge sind darauf ausgelegt, schlechten Wetterbedingungen standzuhalten. Die Piloten können auch auf eine sichere Höhe über dem Sturm steigen oder um ihn herumfliegen. Ob sie direkt in einem Gewitter landen oder nicht, hängt von dessen Schwere ab. Wenn es ein starkes Gewitter mit Microbursts ist, kann das Flugzeug aufgrund einer starken Absenkströmung mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden aufschlagen. Sie sind laut und feurig. Und sie sind der schlimmste Albtraum der Piloten. Ich spreche hier nicht von randalierenden Passagieren, sondern von Vulkanen. Am 24. Juni 1982 war der British Airways Flug 9 auf dem Weg von London Heathrow nach Auckland, mit 5 Zwischenstopps auf dem Weg. Mumbai, Chennai, Kuala Lumpur, Perth und Melbourne. Die Boeing 747, die den Flug durchführte, erreichte problemlos Kuala Lumpur. Die meisten Passagiere waren zu diesem Zeitpunkt nach all den Reisen erschöpft. Die Crew hingegen war frisch und voller Energie, da sie erst in Kuala Lumpur an Bord gegangen waren. Die Flugbedingungen waren perfekt und alles deutete auf einen ereignislosen 5-stündigen Flug hin. Sobald das Flugzeug seine Reiseflughöhe erreicht hatte, bemerkte die Besatzung merkwürdige Dämpfe, die aus den Lüftungsschlitzen auf Bodenniveau aufstiegen. Dann bemerkten die Piloten ein extrem intensives St. Elms-Feuer-Phänomen direkt an ihrer Windschutzscheibe. Normalerweise handelt es sich dabei um eine harmlose Entladung von statischer Elektrizität auf einer Metallfläche und Flugzeuge sowie Schiffe erleben dies regelmäßig. Aber die Wetterradare zeigten überhaupt keine Gewitterwolken an.
Sie schalteten die Landesscheinwerfer ein und sahen eine merkwürdige Wolke, die das Flugzeug umgab. Sie beschlossen trotzdem weiter zu fliegen, aber die Abgase erreichten nun die Passagierkabine. Sie wurden immer dichter und rochen nach Schwefel. Und dann bemerkten einige Passagiere auf den Fenstersitzen, dass die Motoren hellblau waren und einige Lichter durch die Ventilatorblätter schienen. Die Temperatur an Bord stieg. Dann fielen die Motoren innerhalb von Minuten einer nach dem anderen aus. Das Flugzeug begann zu gleiten. Die Piloten entschieden, es auf dem Wasser des Indischen Ozeans zu landen, da sie wussten, dass sie die hohen Berge der Java-Küste nicht überqueren und dort landen könnten. Der Kapitän informierte die Passagiere über die Situation. Trotz der erschütternden Nachricht blieben sie ruhig. Eine solche Wasserlandung wäre äußerst riskant. Aber plötzlich sprangen die Motoren wieder an, einer nach dem anderen. Den Piloten gelang es wieder auf normale Flughöhe zu kommen, aber einer der Motoren fiel erneut aus und die Besatzung entschied sich, auf dem nächsten Flughafen zu landen. Als sie sich ihm näherten, konnten die Piloten nichts sehen, da die Windschutzscheibe aussah, als wäre sie sandgestrahlt worden. Headland weitet etwas, dass das in deiner Ausrüstung versagte und sie mussten das Flugzeug manuell landen. Trotz allem verlief alles gut und alle an Bord waren sicher und unbeschadet. Später stellte sich heraus, dass sie diese Tortur durchmachen mussten, weil sie in eine Wolke aus vulkanischer Asche geflogen waren, die nach dem Ausbruch des Mount Galugung zurückgeblieben war. Die Asche war trocken und deshalb konnten Wetterradare sie nicht erfassen. Diese Aschewolke verstopfte die Motoren und zerkratzte die Windschutzscheibe. Als die Asche in die Verbrennungskammern gelangte, schmolz sie und blieb an deren Innenwänden kleben, und so wurden die Motoren abgeschaltet. Als das Flugzeug die Aschewolke verließ, kühlten sich die Motoren ab, die geschmolzene Asche wurde fest, brach ab und den Piloten gelang es, sie wieder zu starten. Diese Geschichte ist ein großartiger Beweis dafür, wie vulkanische Aschewolken eine enorme Gefahr für die Luftfahrt darstellen. Piloten sollten sie um jeden Preis vermeiden, da diese Wolken, die schwer von gewöhnlichen zu unterscheiden sind, die Sichtweite reduzieren, Flugsteuerungen beschädigen und zum Ausfall der Strahltriebwerke führen können. Flugzeuge können bei Eis zu kalten Temperaturen manchmal verspätet oder sogar gestrichen werden. Wenn die Kälte mit einem Schneesturm einhergeht, kann die Flugleitung das Flugzeug anweisen, am Boden zu bleiben und zu warten, bis der Schneesturm nachlässt. Eis auf der Landebahn ist auch nicht gut. Das Fahrwerk eines Flugzeugs ist nicht wie die Räder eines Autos. Und man kann keine Spikes darauf anbringen, um ein Rutschen zu verhindern. Zudem muss ein Flugzeug am Boden viel höhere Geschwindigkeiten als auf einer durchschnittlichen Straße erreichen, um erfolgreich abzuheben. Ist die Start- und Landebahn mit Eis bedeckt, kann das Flugzeug leicht davon abgleiten. Dies gilt auch für die Landung, die bei frostigen Bedingungen noch schwieriger ist, da das Flugzeug in einer viel weniger kontrollierten Umgebung unterwegs ist und dabei noch größere Geschwindigkeiten erreicht. Im Jahr 2015 landete ein Flug der Delta Airlines während eines Schneesturms am Flughafen LaGuardia in New York und geriet außer Kontrolle. Die Landebahn 13 des Flughafens ist selbst bei gutem Wetter für Piloten schwierig, da sie teilweise über das Wasser hinausgeht. Glücklicherweise stoppte das Flugzeug, das von der vereisten Landebahn rutschte, nur wenige Augenblicke bevor es in der Bucht endete. Niemand an Bord wurde schwer verletzt. Auch bei eisigen Wetterbedingungen kann Frost und Eis auf dem Flugzeug selbst entstehen. Schon eine dünne Eisschicht auf den Flügeln eines Flugzeugs kann das sensible Design stören und den Auftrieb vernichten. Flugzeuge können jedoch enteist werden. Das Flughafenpersonal besprüht sie in der Regel mit einer speziellen Lösung, die das Eis nicht auf der Flugzeughaut aufbauen lässt. Auch Flugzeugtreibstoff und die Ausrüstung, die ihn pumpt, können einfrieren, wenn die Temperatur zu niedrig ist. Der Treibstoff gefriert bei -40°C. Das passiert jedoch nur am Boden vor dem Start. In Reiseflughöhe können die Temperaturen auf bis zu -57°C fallen. Aber da die Flüssigkeit im Flugzeug ist und stetig verbrennt, ist es dort viel wärmer. Am Boden jedoch hindert nichts den Treibstoff daran, zu Eis zu werden. Wenn das passiert, kommt das Flugzeug natürlich nirgendwo hin.